offene Bildung bedeutet für mich im Moment vor allem den großen Vorteil von Austausch zwischen verschiedenen Bildungsakteuren. Offene Bildung besteht ja aus mehreren Elementen. Der eine davon wäre die Zugänglichkeit. Also wenn wir jetzt ans Internet denken, dann würde ich sagen, gerade im Bereich offener Bildung ist die Zeit von Gatekeepern vorbei. Offene Bildung sollte Menschenrecht sein. Ich glaube, es gibt schon viele Menschen auch im System Schule, die daran interessiert sind, Dinge neu zu denken, und dafür müssen wir, glaube ich, viele starre Muster auflösen. Einer der ersten Schritte könnte sein, zu sagen, dass alle staatlich mitfinanzierten oder vollfinanzierten Materialien unter eine freie Lizenz gestellt werden. Das digitale Zeitalter ist im Grunde sind die Voraussetzungen für die Öffnung. Also wir können im digitalen Format viel leichter Sachen teilen und duplizieren und weiterverwenden und remixen. Digitalität hat die Macht beziehungsweise die Möglichkeiten, Grenzen einzureißen, die früher und auch noch heute künstlich erhalten werden und gar nicht mehr da sein müssen. Es könnte ein klares politisches, gesellschaftliches Commitment geben. Ja, wir wollen Bildung als Gemeingut denken. Und das heißt eben, Bildung viel, viel stärker nach offenen Standards voranzubringen. Es sollte vor allen Dingen von Politik ein großes Anliegen sein, Bildung für alle zugänglich zu machen. Wir müssen miteinander in einer deutlich offeneren Weise auch kommunizieren. Es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die mit Motivation und ganz viel Engagement da was machen. Aber was fehlt, ist die Freiräume, und das heißt im Wesentlichen Zeit und Personal. Wir wollen eine OER-Strategie entwickeln, wir wollen daran weiterarbeiten, weil wir auch glauben, das sehe ich persönlich auch so, dass es uns mehr Chancen als Risiken gibt. Ich wünsche mir, dass wir eine Förderlandschaft haben für zeitgemäße Bildung mit digital gestützten Methoden, die langfristig ist. Ich arbeite bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Programm Think Big. Es ist ein digitales Jugendprogramm, und deshalb interessieren mich natürlich diese Themen, die heute hier zur Sprache kommen. Es ist wichtig, dass wir uns austauschen, dass die zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammenkommen, um auch wirklich eine Stimme zu bekommen in der Bildungspolitik. Ich glaube, da sei jetzt ein erster Schritt dahin, aber wir können dann noch lauter werden. Mit vereinten Kräften kann man viel erreichen, und wir können Stellung beziehen und unsere Position gegenüber der Politik vertreten. Willkommen zum ersten Forum Open Education.